Wir arbeiten ja mit der Theorie von Habermas, nämlich der deliberativen Demokratietheorie. Und ich glaube, das Besondere ist, dass wir genau dieses ja viel debattiert in Hunderten von verschiedenen Publikationen zitiert und bearbeitete Modell nun im Online-Bereich überprüfen. Das heißt, wir versuchen zu zeigen, das gibt es auch online, vielleicht anders, vielleicht in ähnlichen Formen. Und damit, glaube ich, leisten wir auch einen Beitrag genau zu der Debatte, was das Digitale vom sogenannten Nicht-Digitalen unterscheiden kann oder ob beides letztendlich doch zusammenfällt.